Wir kommen jetzt zur vierten und damit letzten Aufgabe von Blatt 1 und da geht es um die sogenannten Trennungsaxiome. Genauer gesagt um das Trennungsaxiom T1. Es gibt ja zwei Trennungsaxiome. T2, das ist das Hausdorffsche Trennungsaxiom, was sagte, dass wenn ich zwei verschiedene Punkte habe, x und y, sagen wir mal, ich dann Umgebungen dieser Punkte finden kann, die sich nicht schneiden. Das heißt, ich finde eine Umgebung des einen und des anderen Punktes und diese Umgebungen schneiden sich nicht. Das ist T2. T1 ist ein schwächeres Trennungsaxiom und das fordert nur, dass wenn ich zwei verschiedene Punkte habe, ich um den ersten von diesen beiden eine Umgebung legen kann, sodass der zweite Punkt nicht in dieser Umgebung enthalten ist. Ich fordere also nicht, dass eine ganze Umgebung des zweiten Punktes disjunkt ist zu der ersten Umgebung, sondern nur der Punkt, der zweite Punkt selbst nicht darin enthalten ist. Und was wir jetzt zeigen wollen, ist, dass dieses zweite Trennungsaxiom, das Trennungsaxiom T, Quatsch, das erste, T1, dass das äquivalent dazu ist, dass alle einpunktigen Mengen abgeschlossen sind. Man könnte ja denken, das gilt sowieso immer, einpunktige Mengen sind immer abgeschlossen, aber das ist nicht der Fall. Ich meine, na, das kommt gleich noch. Das ist ja auch Teil der Aufgabe. Also schreiben wir erstmal nochmal auf, was es bedeutet, dieses Trennungsaxiom zu erfüllen. Also XT ist ein T1-Raum, falls folgendes gilt, per Definition, für alle x und y aus dem Raum, die verschieden sind, gibt es eine Umgebung U von Y, sodass X nicht in dieser Umgebung enthalten ist. Und was wir jetzt zeigen wollen, das ist Gegenstand der Aufgabe, dass das genau dann der Fall ist, wenn für alle X gilt, dass die Menge, die nur X enthält, abgeschlossen ist. Ja, das ist aber relativ einfach zu sehen. Denn was heißt es denn, dass x abgeschlossen ist? Das bedeutet, dass das Komplement offen ist. Das Komplement ist x ohne die Menge x, ohne die Menge, die nur das x enthält. Dass das offen ist. Das aber bedeutet, dass für alle y aus dieser Menge eine offene Umgebung existiert, die noch komplett in dieser Menge liegt. Eine Umgebung U von Y, sodass U noch komplett in dieser Menge, das heißt in X ohne die Menge, die nur X enthält, liegt. Das kann ich jetzt aber anders schreiben. Y aus der Menge x ohne x bedeutet ja einfach nur y ungleich x. So, und für solche y existiert eine Umgebung U von y mit was? Ja, mit U ist eine Teilmenge von x ohne x. Das bedeutet aber nichts anderes als dass x nicht Element U ist. So, und jetzt haben wir hier eine Äquivalenz von zwei Aussagen, diese Aussage und diese Aussage. Und jetzt müssen wir nur noch ein für alle x davor schreiben und dann haben wir genau die Äquivalenz, die wir zeigen wollten. Was jetzt noch gefragt ist, ist ein Beispiel für einen topologischen Raum, der dieses T1-Axiom nicht erfüllt. Und das ist relativ einfach. Wenn wir uns irgendeine Menge x wählen, die muss mindestens zwei Elemente haben, dann können wir die einfachste Topologie, die man sich nur denken kann, oder auch die kleinstmögliche darauf definieren, nämlich die, die nur die leere Menge und die ganze Menge enthält. Das ist
man sagt auch die gröbste mögliche Topologie. Und diese Topologie, die ist nicht T1. Ja, die einzigen offenen Mengen sind die leere Menge und die ganze Menge und dementsprechend sind auch die einzigen abgeschlossenen Mengen die Komplemente dieser offenen Mengen und das sind eben die ganze Menge und die leere Menge. Die einelementigen Mengen sind nicht darunter.